Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zu Ableitungsfunktionen und Stammfunktionen. Thema des Videos ist die Bedeutung der ersten Ableitung. Konkret geht es beim Beispiel um die Eigenschaften der Ableitung einer Polynomfunktion dritten Grades. Die Angabe ist etwas länger. Lies sie dir daher bitte in Ruhe durch. Am besten pausierst du das Video. Bevor wir den Wahrheitsgehalt dieser fünf Aussagen über die Ableitungsfunktion f' kontrollieren, kurz zur Wiederholung. Der Wert der Ableitungsfunktion an der Stelle x, also f' von x, entspricht der Steigung der Tangente an den Graphen an dieser Stelle x. Die erste Ableitungsfunktion ist also die Tangentensteigungsfunktion. Es ist zulässig, statt von Tangentensteigung einfach auch nur von der Steigung der Funktion zu sprechen. Positive Steigungen bedeuten für die Funktion, also f' von x größer 0, dass sie in dem Intervall, in dem diese Funktionswerte positiv sind, streng monoton steigend ist. Negative Funktionswerte für die erste Ableitung sprechen dagegen für eine streng monoton fallende Funktion in dem entsprechenden Intervall. Ist die erste Ableitung 0, handelt es sich um Spezialstellen wie Extremstellen oder Wendestellen. Gehen wir nun unsere fünf Aussagen durch. Aussage Nummer 1. Die Funktionswerte der Funktion f' sind im Intervall 0 bis 2 negativ. Das heißt, unsere Funktion muss in diesem Intervall streng monoton fallend sein. Das ist sie tatsächlich. Wichtig ist noch, dass es sich um ein offenes Intervall handelt. Das heißt, an den Stellen 0 und 2 haben wir zwar erste Ableitung 0, die ist nicht negativ, aber diese beiden Stellen sind im Intervall ausgenommen. Die erste Aussage ist also korrekt. Aussage Nummer 2. Die Funktion f' ist im Intervall minus 1 bis 0 streng monoton steigend. Vorsicht, die Funktion f ist in diesem Intervall tatsächlich streng monoton steigend. F' dagegen beschreibt die Steigung der Funktion. Und die Steigung der Funktion nimmt von positiven Werten auf 0 an der Stelle 0 ab. Also kann diese Aussage nicht stimmen. Aussage Nummer 3. Die Funktion f' hat an der Stelle x ist gleich 2 eine Wendestelle. Auch hier wieder, Vorsicht, f hat eine Wendestelle, wenn auch nicht an der Stelle 2, sondern an der Stelle 1. Also wir sehen hier die Wendestelle. F' dagegen ist als Ableitung einer Polynomfunktion dritten Grades eine quadratische Funktion. Eine quadratische Funktion hat grundsätzlich keine Wendestellen. Diese Aussage muss also von vornherein falsch sein. Aussage Nummer 4. Die Funktion f' hat an der Stelle x ist 1 ein lokales Maximum. Maxima der ersten Ableitungsfunktion sind Nullstellen der zweiten Ableitungsfunktion. Die zweite Ableitung beschreibt die Krümmung. Das heißt, wir haben an der Stelle einen Wendepunkt. An der Stelle x ist 1 ist tatsächlich ein Wendepunkt. Allerdings haben wir hier nicht maximale Steigung, sondern in der Umgebung minimale Steigung. Also es ist eine Extremstelle, aber es ist kein Maximum. Auch Aussage Nummer 4 ist falsch. Und schließlich Aussage Nummer 5. Die Funktion f' hat an der Stelle x ist gleich 0 eine Nullstelle. F' ist dann 0, wenn die Steigung 0 ist. Steigung 0 bedeutet, dass die Tangente waagrecht zur x-Achse ist. Da wir aber an der Stelle 0 ein Maximum haben, ist tatsächlich die Tangente parallel zur x-Achse. Diese Aussage ist also korrekt. Und nachdem wir genau zwei korrekte Aussagen gesucht haben, ist damit das Beispiel gelöst.